Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im gotischen Saal des Palais der Festung zu Spandau. Ganz besonders darf ich heute unser Spitzenteam für den Bundestagswahlkampf Beatrice von Storch, Dr. Gottfried Curio und Dr. Götz Frömming begrüßen. Des Abgeordnetenhauses, alle Stadträte, Bezirksvorsitzenden und Bezirksverordneten herzlich willkommen. Ebenso darf ich die Vertreter und Vertreterinnen der Presse herzlich willkommen heißen. Das Social Media Team von Frauke Petri ist heute auch hier. Das zeigen wir. Wenn es um die Sache geht, dann laufen die Dinge letztendlich wie von Engelshand gesteuert. Ein herzliches Dankeschön an Frauke Petri aus Spandau. Sie ist selbstverständlich auch immer bei uns hier. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich bei dem Projektteam Zitadelle des Bezirksverbandes Berlin-Spandau, dem Bezirksverband Mitte und der JA. Ohne die tatkräftige Hilfe und Unterstützung wäre diese Veranstaltung heute nicht so vorbereitet gewesen. Ja, wir wären nicht die AfD, wenn wir nicht alles sagen würden, was wichtig ist. Ich danke hiermit auch dem dienstältesten Stadtrat Berlins, Herrn Gerd Hanke. Er ist der Hausherr hier in der Festung, für die vollumfängliche Unterstützung. Das muss einfach so gesagt werden. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei sind heute für ihre Sicherheit verantwortlich. Symbolisch für ihre Sicherheit ist heute hier verantwortlich der Herr Leutnant zu meiner Linken. Regiment 897, die erste Kompanie lag hier in der Festung und Sie sehen ihn heute in authentischer Uniform. Auch das können wir hier in Spandau zur Verfügung stellen. Sicherheit aus erster Hand, dazu auch noch schön geschmückt. Herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, für die musikalische Untermalung kein geringerer als der Markus Pengel wird uns heute hier begleiten. Herzlichen Dank. Ich weiß, der Terminkalender ist sehr, sehr voll. Dass wir Sie heute bekommen haben, das ist schon High Level. Herzlichen Dank dafür und sind jederzeit hier wieder willkommen bei der AfD Spandau. Danke. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in einer der bedeutendsten Festungen der Hochrenaissance Europas. Napoleon Bonaparte war hier in diesen Hallen. Und die Alternative für Deutschland, Berlin, startet ihren Wahlkampfauftakt heute am 11. Juni 2017 an gleicher Stelle in diesen altehrwürdigen Mauern. Mein Ziel als Vorsitzender des Bezirkes und auch als Stadtrat hier ist natürlich ein hervorragendes Ergebnis in den Bezirk einzufahren und unseren Spitzenkandidaten zu schenken, weil darum geht es, damit diese Damen und Herren erfolgreich in den Deutschen Bundestag einziehen können. Mut zur Pflicht, Mut zu Deutschland, Mut zu den Bezirken und zu Spandau. Das sind die Arbeitsmaximen des Bezirksverbandes Berlin-Spandau. Spandau, ich bin sehr stolz, dass ich diesen Bezirksverband führen darf und kann. Wir sind ein kleiner Verband, wir lassen hier auch nicht jeden rein. Dafür wollen wir Zahnräder haben, die funktionieren. Und ich nochmal muss ich sagen, herzlichen Dank an die vielen scharf geschliffenen Zahnräder meines Bezirksverbandes, die ganze Sache am Laufen halten. So werden wir erfolgreich den 24. September einfahren. Danke. Ja, ich darf nun Frau Beatrice von Storch nach vorne bitten.
Und wir warten gespannt auf Ihre Rede, möchte vorab noch einige administrative Dinge bekannt geben. Zunächst nach der Rede wird es ein Buffet geben mit musikalischer Untermalung. Wir werden anschließend die Reden von Herrn Dr. Curio und Dr. Frömming hören. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen, und wenn unser Landesvorsitzender Herr Paczterski dann zu uns gestoßen ist, wird er selbstverständlich auch noch die Möglichkeit haben, zu Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Veranstaltung, gute Gespräche und jetzt einen Applaus für unsere erfolgreiche Lehrerin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Herr Otti, auch von meiner Seite aus zunächst herzlichen Dank an den Bezirksverband Spandau für diese stimmungsvollen Auftakt in unserem großen Bundestagswahlkampf. Vielleicht wissen Sie es oder Sie wissen es nicht, in 100 Tagen ist es soweit. In 100 Tagen bekommt dieses Land eine Alternative, die es so dringend braucht. Ich bin in den letzten Tagen etwas umhergereist und war auf verschiedenen Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz und gestern in Brandenburg. Und auch dort habe ich angefangen mit einer, sag mal, persönlichen Bemerkung, indem ich sage, es ist so unfasslich wichtig, dass wir einen guten Wahlkampf machen und mit einem guten Ergebnis in den Bundestag einziehen, weil dieses Land offensichtlich gerade den Verstand verliert. Und das kostet eigentlich schon bei der Lektüre der täglichen Nachrichten irgendwie viel Kraft. Der Irrsinn ist kaum mehr auszuhalten. Und wenn man nur eine Momentaufnahme macht, ich habe mal eine Momentaufnahme gemacht, ungefähr im April, im Februar dieses Jahres. Einfach sich nur mal die Nachrichten anschauen, die da so vorbei, an einem vorbeirauschen. In der Stadt Limburg wird das Kinderlied Fuchs, du hast die Gans gestohlen, aus dem Repertoire des Rathaus Glockenspiels gestrichen, weil eine Veganerin sich durch das Glockenspiel gestört fühlt. Es gibt eine Zeitung, die Taz, die traut sich, etwas abzudrucken. Ja. Nein, wir sind ja für Meinungsvielfalt und wir sind auch für Meinungsfreiheit. Und man darf sich trotzdem wundern, wenn in einer deutschen Zeitung, auch wenn es die Taz ist, jemand, nämlich Frau Mitu Sanyal, den tollen Vorschlag macht, dass man Vergewaltigungsopfer nicht mehr als Vergewaltigungsopfer bezeichnen soll, sondern als Erlebende. Denn Opfer stellt den Menschen so wehrlos dar und es werden so Stereotype assoziiert. Starker Mann, schwache, wehrlose Frau. Und das wäre nicht schön und deswegen sollte man doch nicht mehr Vergewaltigungsopfer schreiben, sondern Erlebende, als wäre das ein Konzertbesuch. Der Begriff soll höchstmöglich wertungsfrei sein. Das ist ein Ausdruck, wenn Sie so wollen, das ist einfach nur noch ein Ausdruck von Irrsinn. Das kann man ja gar nicht mehr anders beschreiben. Man glaubt, man muss ja einen Psychiater schicken, dieser Dame, aber sie sollte aufhören, Nachrichten zu schreiben. Wir kennen alle, also ich weiß nicht, ob Sie alle, aber ich kenne auf jeden Fall gut TKKG, diese Kinderbücher, die ich auf jeden Fall auch verschlungen habe. Wir wissen jetzt, der sind alle rechtsradikal und hätten vermutlich AfD gewählt. So können wir lesen, weil das Mädchen als Mädchen dargestellt wird und die Jungs als Jungs, die Mädchen sind stärker, die Jungs sind stärker als die Mädchen und so weiter. Da werden also Stereotype bedient. Wahrscheinlich steht dieses Buch auch demnächst auf dem Index. Am 29. Januar hat die Bild-Zeitung davon berichtet, dass ein jüdischer Schüler von einer Schule geflogen ist, weil der Lehrer gesehen haben will, dass er den Hitlergruß gezeigt habe, was der Junge natürlich bestreitet. Ohne Anhörung der Eltern, ohne Anhörung der Lehrer ist dieser jüdische Schüler von der Schule geflogen, weil er angeblich den Hitlergruß zeigte. Der Lehrer hat den Staatsschutz eingemittelt, alles ist natürlich sofort eingestellt worden, aber die Tatsache, dass so etwas überhaupt passieren kann, ist doch auch wiederum nur ein Ausdruck von Irren. Ein Jungbauern werden Schafe gestohlen und geschlachtet aus seiner Wiese. Er schreibt bei Facebook über die tatverdächtigen Drecksvolk. Man hatte zwei Flüchtlinge ermittelt als Tatverdächtige und er wird daraufhin angezeigt wegen Volksverhetzung.
über die Bundeswehr, hoffentlich, Herr Bosterski, nachher noch reden über den Zustand der Bundeswehr, das, was wir als Laien davon wissen. Die Bundeswehr ist gut ausgestattet mit Kitas und inzwischen auch mit Umstandswohnungen für schwache Soldaten. Die Kasernenschilder werden jetzt gendergerecht bearbeitet. Das Einzige, was diese Armee nicht kann, ist kämpfen und unser Land verteidigen, hier nicht und woanders auch nicht. Auf dem Evangelischen Kirchentag ist das Liederbuch durch eine Gruppe Lesben und Kirche umgeschrieben worden. Der Lieder wie der Mond ist aufgegangen, wurden umgeschrieben. Es heißt jetzt also nicht mehr so liebt euch denn ihr Brüder, sondern es heißt so liebt euch Schwestern, Brüder. Und es darf auch nicht mehr heißen, es geht dann ja weiter im Namen, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendhauch, verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Das darf jetzt nicht mehr kranker Nachbar heißen, sondern alle kranken Menschen. Das passt dann mit Versmaß und so weiter alles gar nicht mehr hin. Aber es ist auch wiederum ein Ausdruck, es geht nicht mehr um Nächstenliebe, der kranke Nachbarn. Es geht um die Übernächstenliebe und alle in der Welt. Ja, wenn sich jeder um den Nächsten kümmern würde, dann hätten wir eine Menge Probleme in dieser Welt gelöst, aber wir sollen irgendwie die ganze Welt retten und auch das kommt hier zum Ausdruck. Lobe den Herrn geht auch nicht mehr, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, das heißt jetzt lobest die Efre. Und es heißt nicht mehr O treuer Güter, sondern O treue Güter. Das Familienministerium hat sich jetzt auch gerade hervorgetan mit einer wirklich bahnbrechenden neuen Initiative, das Doppeleinhorn. Sie kennen das schon, wenn Sie auf die Twitter-Account des Familienministeriums gehen, dann denken Sie, sind im Kindergarten oder irgendwie fehlgeleitet. Aber ich habe das dreimal geprüft, es ist das Bundesfamilienministerium und die twittern solche Sachen wie das sogenannte Doppeleinhorn. Die Grünen haben jetzt die Idee, dass die Ehe eine Alternative braucht, und zwar den Pakt für das Zusammenleben. Ja, also alle, die sie für Ehe ist einfach nicht so wichtig. Und als Alternative dazu ein Pakt für das Zusammenleben, also immer zwei, die sich umeinander kümmern. Da frage ich mich, wieso zwei? Ja, eben. Warum nicht drei? Und das kann man an der Stelle facettenreich ausbauen, aber da geht es hin. Das ist der Weg, den wir gehen. Jeder Angriff auf die Ehe, die wir erleben, jeder ist ein Weg genau in diese Richtung, dass nämlich am Ende die Ehe nicht mehr als solche existiert, sondern dass es eben ein Zusammenlebensbündnis ist, am Anfang von zweien und dann auch von dreien. Und dann fragt man sich, wenn drei geht, müssten vier ja eigentlich auch gehen, wenn die doch füreinander sorgen und so weiter. In Schleswig-Holstein, in Flensburg sind jetzt Homo-Ampeln eingeführt worden, wenn Sie sich die anschauen, also anstatt das grüne oder das rote Männchen sind da jetzt also zwei Männer, die sich die Hand halten und mit Sternchen auf der Ampel. Ich weiß nicht, was das soll. In Madrid ist gerade verboten worden, das breitbeinige Sitzen von Männern. Ja, finde ich auch furchtbar. Also wenn ich mal so in die Runde schaue, Sie können das jetzt nicht sehen, aber das ist so klassisch, ja. So sitzen Männer und das geht gar nicht. Ja, das ist jetzt dort verboten worden, weil das ein geschlechterstereotypes Rollenverhalten ist und das muss bekämpft werden. Die breitbeinige sitzen in Madrid, falls Sie hinfahren, tun Sie es nicht. Über Frau Merkel und ihr neuen Volksverständnis will ich gar nicht reden. Das deutsche Volk wird aus der Verfassung gestrichen, aus den Eidesformeln der Landesverfassung. Die Debatte, die ich gerne in Berlin wirklich breit geführt haben möchte, ist die mit dem Kreuz auf dem Schloss. Ja. Ja, das stellen wir zur Debatte. Wir hätten keine Debatte, wenn wir gesagt hätten, da kommt der Haltung drauf, dann hätte es keine Debatte gegeben. Aber das Kreuz wird gekämpft. Wir haben einen Bischof, der sagt, Christenverfolgung sollten wir nicht dramatisieren. Und die EKD twittert, es ist nicht unbedingt hilfreich, immer wieder zu sagen, dass die Christen verfolgt werden. Das kann einen sprachlos machen. Und ich schwanke zwischen Sprachlosigkeit und Wut, um ehrlich zu sein. Ich mache das auch wütend. Ich mache das wütend, wenn Vertreter unserer Kirche, meiner Kirche, sich so vergessen zeigen und anstatt zu betonen, dass die größte Gruppe, die verfolgt wird in der Welt, die Christen sind, die verfolgt werden wegen ihres christlichen Glaubens, haben wir Vertreter unserer Kirchen, die sagen, redet mal nicht so viel darüber. Das sind die gleichen, die auf den Tempelberg in Jerusalem steigen und dort oberhalb des Kreuzesweges von Jesus Christus
das Kreuz ablegen, um die Muslime nicht zu provozieren. Die kommen uns dann an mit Blick auf uns und sagen, unser Kreuz hat keine Haken. Und ich sage mit Blick auf die abgelegten Kreuze, euer Kreuz hat nicht mal ein Kreuz. Folgenden Themen, vielleicht wissen es einige, ich lese mal ein paar Themen vor. Aufgepasst, Training für die Anti-Gender-Debatte, Gender-Pädagogik, ökumenischer Frauengottesdienst, gemeinsames Fastenbrechen, der Islam ist anders, Islamfeindlichkeit in Deutschland, läuft, muslimische Jugend, gläubig engagiert, cool, Coming-out-Workshop für Lesben und Mädchen und Frauen, weiblich, männlich und dazwischen, ein Leib für die Geschlechter, Transsternchen und Intersexualität, für queeres Willkommen, LSBTTIQ im Kontext von Flucht und Verbreitung, Gottesdienst für Lesben und andere Frauen und mein Lieblingsseminar, Oversex und Underfucked. Und dann glauben Sie, Sie sind auf dem grünen Parteitag, aber Sie sind nicht auf dem grünen Parteitag, sondern das ist das Programm des evangelischen Kirchentages. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass es andere Kulturen gibt, die auf unsere Kultur nur noch spucken, wenn wir uns selber zum Affen machen und sogar die Kirche solche Dinge anbietet, keine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam beispielsweise, keine Gedenkveranstaltung für die vielen christlichen Opfer, nur für die vielen getöteten Flüchtlinge. Was wert ist? Es ist wert, auch das Leben der Flüchtlinge zu bedenken, und unsere Politik zielt darauf, dass es weniger Menschen gibt und auch weniger Flüchtlinge gibt, die bitteschön im Mittelmeer ertrinken, denn das ist furchtbar. Die Politik der Kanzlerin ist allerdings dafür verantwortlich, dass so viele auf die Boote steigen. Aber was ich den evangelischen Kirchentag vorwerfe, ist, dass sie eben nur diese Gruppe betrachten, aber die Gruppe der christlichen Opfer außen vor lassen. Sind alle diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, ein Ausdruck von Dekadenz, ein Ausdruck von Irrsinn, ein Ausdruck von kultureller Selbstaufgabe? Und es gibt, Gott sei Dank, jetzt eine Partei, die genau das ausdrückt und dem wieder eine Stimme verleiht, nämlich das klare Eintreten für unsere Kultur, das klare Verteidigen unserer Kultur und das klare Einfordern eben dafür, dass wir unsere Werte nicht aufgehen lassen in einem großen, bunten Konsens, der zwar als bunt und divers bezeichnet wird und das sei alles ganz toll, aber das wollen wir nicht. Das große Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist, da kommt keiner dran vorbei, das ist das Problem der Massenmigration, das einhergeht mit dem Islam. Das sind also zwei große Themen, derer wir Herr werden müssen. Und ich habe das auch gestern auf der Veranstaltung gesagt, und wer da die Übertragung nicht gesehen hat, ich sage es heute auch nochmal, das muss sich wirklich verbreiten. Es gab eine Nachricht in der Welt, die wenig weitere Schlagzeilen gemacht hat. Die Welt hat am 23. Mai von einem Papier aus deutschen Sicherheitskreisen berichtet, das der Bild-Zeitung vorliegt. Und danach haben die deutschen Sicherheitsbehörden Kenntnis von der Tatsache, dass in Jordanien, der Türkei und in den Staaten Nordafrikas 6,6 Millionen Menschen auf ihre Weiterreise nach Europa warten, und voraussichtlich wollen nicht die meisten davon nach Rumänien. Das ist dramatisch, und dann haben sie noch eine weitere Zahl dazu geliefert. Ende Januar, das waren die 6,6 Millionen, das waren die Zahlen von Ende April. Ende Januar waren es 650.000, noch weniger. Das bedeutet, Februar, März und April sind jeden Tag ungefähr 7.500 neue dazugekommen, die darauf warten, losreisen zu können. Und dass einige von ihnen noch nicht losgereist sind, das hängt daran, dass der Erdogan sie vielleicht noch nicht ausreisen lässt oder hat andere Gründe. Aber die sind bereit zu kommen. Darüber reden wir nicht. Wir brauchen über gar nichts mehr zu reden. Diesen ganzen Gender-Unfug und das brauchen wir alles gar nicht mehr. Wenn die da sind, haben wir keine
Probleme mehr wie bisher. Dann brauchen wir über Schulreformen und über Investitionen in Straßenbau und über Kreuzer auf Kirchen und über gar nichts mehr zu reden, denn dann ist dieses Land ein anderes. Die Theorie, dass 80 Millionen Menschen ja wohl 6 Millionen aufnehmen könnten, ist Theorie, aber keine Praxis. Das heißt, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann können wir kurz gesagt einpacken. Und das ist das, was wir der Kanzlerin vorwerfen, dass sie das Signal nicht aussendet, hier ist Schluss, hier kommt keiner mehr rein, die Grenzen sind jetzt dicht, fahrt gar nicht erst los. Wenn ihr nicht losfahrt, ertrinkt ihr auch nicht im Mittelmeer. Das ist das. Hat mit dem Islam zu tun, im Sinne von, sehr viele von denen, die kommen, sind muslimischen Glaubens. Und ja, wir haben damit ein Problem. Wir sehen das. Ich will gar keine Umfragewerte bemühen. Ich stelle einfach nur fest, dass 60% der deutschen Türken eine islamische Diktatur gewählt haben, für eine islamische Diktatur gewählt haben. Und dann alle die, die ihr Kreuzchen bei Erdogan gemacht haben, dem sage ich sehr gerne, wenn ihr in einer islamischen Diktatur leben wollt, dann tut das gerne und kehrt heim. Vor einigen Monaten, also pro Erdogan lässt sich unheimlich mobilisieren. Was wir nicht sehen, sind die muslimischen Massendemonstrationen gegen die Terroranschläge. Wir sehen gefakte Nachrichten von 10 oder 12 muslimischen Frauen, die in einem kinoreifen Setting in Szene gesetzt werden, um dann weltweit zu berichten. Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe das gestern auch gesagt, die Veranstaltung heute hier, ja, ist sehr viel bedeutender als diese 10 in Szene gesetzte Muslime. Wo ist CNN? Wo berichtet CNN über unser Zusammentreffen hier heute? Die Botschaften, die von hier ausgehen, sind sehr viel wesentlicher als das, was die 10 da in Szene setzen. In dem Buch von Konstantin Schreiber über den Islam, in Zeit Islam, ist ein Verfassungsschutzexperte zitiert. Und dieser Verfassungsschutzexperte sagt etwas Wichtiges. Er sagt, Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, wenn wir ernst nehmen würden, was in den deutschen Moscheen gepredigt wird, müssten wir alle Moscheen überwachen. Und dann sagen wir, wenn die Erkenntnis doch da ist, dann macht das doch bitte und verschwendet eure Kraft nicht. Den unbedeutenden Randphänomen, sondern wenn ihr wisst, dass in allen deutschen Moscheen gegen uns gepredigt wird, der Kulturkampf heranwächst, hier sich ein Rückzugsraum bildet für Terroristen und für das sich schützende Umfeld auf jeden Fall heranwächst. Wenn ihr das wisst, dann ist es verantwortungslos und vorwerfbar, wenn ihr das einfach geschehen lässt. Ihr macht euch schuldig, wenn ihr es nicht tut. Nein. Das alles ist nur ein kurzer Überblick gewesen. Viel länger soll ich auch gar nicht reden, deswegen komme ich gerne zum Schluss, aber wie immer das Wichtigste am Schluss. Diese Themen, die jetzt auf uns zukommen, erfordern eine Kurskorrektur, eine vollständige Kurskorrektur in der politischen Richtung, in der politischen Ausrichtung. Und es gibt keine Partei, die eine Kurskorrektur tatsächlich will. Es gibt die Grünen, die wollen noch schneller in den Abgrund. Ja, es gibt die SPD, die will noch schneller in den Abgrund. Und die CDU, die will ganz entschlossen auch in den Abgrund. Sie wollen alle in den Abgrund. Sie wollen nicht umdrehen. Ja, sie nehmen jetzt einige unserer Forderungen in ihre Wahlprogramme auf. Neuerdings ist ja auch die CDU ja, für die Mehrwertsteuersenkung. Man kommt ja aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Ja. Jedes Mal wieder vor den Wahlen versprechen sie Steuersenkung nach den Wahlen. Und man wundert sich immer, ja, dass das hinterher nicht passiert.
Also ich wundere mich eher über die Leute, die denen das abnehmen, dass das diesmal dann doch passiert. Es wird mit mir keine Maut geben. Genau. Und Steuererhöhung wird es aber, Steuersenkung wird es natürlich dann geben. Ja. Also diese Unglaubwürdigkeit der Vertreter der anderen Parteien scheint auf jeden Fall bei uns klar wahrgenommen. Wir haben die Aufgabe, den Bürgern klarzumachen, wenn ihr einen Kurswechsel wollt, wenn ihr einen Richtungswechsel wollt, wenn ihr dieses Land in seinem Bestand, in seiner Kultur, in seiner Zivilisation erhalten wollt, dann könnt ihr nur uns wählen, denn alle anderen gehen den immer gleichen Weg immer weiter. Ich habe noch gar nicht geredet über die Europäische Union, über den Euro, über diese ganzen Initiativen, die dort jetzt kommen. Die gehen diesen Weg alle weiter. Wer das nicht will, dem können wir ein Angebot machen. Ich glaube auch, dass es unsere letzte Chance ist, um es so auszudrücken. Es gibt nur diese eine AfD, es wird keine zweite geben. Entweder wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Und das meine ich jetzt in Bezug auf uns. Es ist eine Verantwortung für uns, dieses Land einen neuen Kurs zu geben. Diese Last lastet auf unseren Schultern. Wir sind in der Pflicht, dies erfolgreich zu tun. Und deswegen müssen wir uns als Partei geschlossen, aber auch klar und auch wählbar für breite Teile der Bevölkerung darstellen. Wir sind diejenigen, die sagen, ja, wir werden jetzt in den Bundestag die Opposition stellen. Wir werden konstruktive Oppositionsarbeit leisten. Ich glaube, die AGH-Fraktion, die das hier in Berlin schon tut, ist ein tolles Beispiel, wie man das machen kann. Sehr erfolgreiche Arbeit, sehr anerkannte Arbeit, auch von den anderen Fraktionen vor der Hand, aber vor allen Dingen auch hinter der Hand, gerne zugestanden. Wir können das. Und das ist unsere Aufgabe für den nächsten Bundestag. Wir werden dort die Opposition. Wir machen aber Opposition nicht aus Prinzip, weil wir gegen alles sind. Nein, wir sind nur gegen das konkrete alles, was die gerade machen, weil das einfach konkret alles total falsch ist. Aber wir machen wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen. Meine Lesart ist die, das könnten wir auch morgen schon tun. Das könnten wir auch in diesem Bundestag schon tun, im nächsten. Wir könnten mit der CDU koalieren. Die müsste halt nur ihr gesamtes Parteiprogramm kippen. Und zwar um ungefähr 180 Grad. Die müssen also das Gegenteil wollen von dem, was sie jetzt wollen. Die dürfen nicht das einheitliche Europa wollen, die Abgabe der nationalstaatlichen Souveränität. Sie dürfen unsere Kultur nicht aufgeben. Sie müssen sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Sie dürfen und so weiter. Ja, ich könnte das fortsetzen. Das ist nicht absehbar. Deswegen sind wir Opposition. Ich denke, die CDU wird dazulernen. Und deswegen stehen wir für die Bundestagswahl danach dann natürlich Regierungsverantwortung an. Wenn Sie sich die letzten Wahlergebnisse angesehen haben, haben Sie gesehen, dass es eine schwarz-blau-gelbe Mehrheit inzwischen in den verschiedenen Landtagen geben könnte. Das heißt, die linke Mehrheit ist gebrochen. Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr. Eine bürgerliche Mehrheit wäre möglich. Nur ist die CDU halt noch zu links, ja? zu vergendert, zu verdoft, zu inakzeptabel. Im Moment geht es nicht, aber die werden sich schon noch besinnen und dann ist das die Lösung. Das heißt, der Appell, lassen Sie uns einen guten, lassen Sie uns einen konstruktiven Wahlkampf machen. Jeder Einzelne möge wissen, dass wenn er spricht und gut spricht, ist es okay. Wenn er schlecht spricht, spricht er für die gesamte Partei. Jeder, der einmal daneben haut und irgendetwas rauslässt, was er immer schon mal sagen wollte, so am Stammtisch, das wird der gesamten Partei zugeschrieben. Darunter leidet die gesamte AfD, das gesamte Bild der AfD und damit die gesamten Wähler, die wir erreichen können, nur weil einer im dummes Zeug redet. Das muss tatsächlich unterbunden werden. Wir wollen dafür glaubwürdig und seriös kämpfen und eintreten, denn nur dann hat dieses Land noch eine Zukunft mit uns am 24. September in diesem Deutschen Bundestag. Vielen Dank.
Liebe Frau von Storch, herzlichen Dank für diese guttunende Rede. Es ist immer wieder schön, wenn es so ist, wie Voltaire es gesagt hat, der Mensch ist zum Handeln verdammt. Oder andersrum gesehen, gesagt, wie die Flamme emporsteigt, so ist der Mensch letztlich und endlich zum Handeln verdammt. Und es ist eigentlich schön, wenn man die Initiative wieder ergreifen kann. Der Rest der Politiklandschaft sitzt in der selbstgemachten Politikverflechtungsfalle. Und mit diesen Gedanken darf ich Sie jetzt zum Buffet letztendlich einladen. Es geht weiter mit der nächsten Rede um halb vier. Das Buffet wird Ihnen an die Tische gebracht. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit, gute Gespräche und wir sehen uns und hören uns um halb vier wieder hier zur nächsten Rede. Dankeschön. Vielen Dank für den Applaus. Lieber Herr Wersnerski, wir haben natürlich für Sicherheit gesorgt. Sie haben das draußen gesehen, die Polizei ist da. Aber wir haben auch einen Leutnant des Fußartillerie-Regimentes, die 1. Kompanie, lag hier 1897 vor Ort. Sie sehen, Sicherheit ist gegeben. Ich wünsche auch Ihnen jetzt eine tolle Veranstaltung hier. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und darf jetzt den Herrn Dr. Götz Frömming nach vorne bitten. Götz, the floor is yours. Das Mikrofon nagelt an mir dran, sodass man mich verstehen kann, oder müsste ich mich ein bisschen runterbeugen? Das Pult zu klein oder ich zu groß, aber so müsste es, glaube ich, gehen. Ja, es ist nicht ganz leicht zu sprechen zwischen zwei eingerahmt, zwischen zwei erfahrenen, fulminanten Rednern. Ich will es trotzdem versuchen. Ich stehe vor Ihnen in Personalunion. Einmal wird ganz kurz zu Ihnen der Berliner Wahlkampfleiter sprechen. Im Anschluss hören Sie dann eine Rede Ihres Bundestagskandidaten. Doch zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Bezirk Spandau, an Andreas Botti, Tommy Tabor und Ihre Mitstreiter. Ich bin wirklich beeindruckt und liebe Freunde, ich muss sagen, ihr habt die Latte ganz schön hochgelegt. Das wird für die anderen. Das wird für die anderen Bezirke nicht leicht werden, das zu toppen. Ja, Stichwort Bezirke. Der Wahlkampf, obwohl die heiße Phase noch nicht begonnen hat, läuft bereits auf Touren. Lassen Sie mich ein paar Worte dazu sagen, was in den Bezirken und auf der Landesebene derzeit läuft. Denn natürlich verbinde ich damit die Hoffnung, dass Sie sich an der einen oder anderen Stelle einklinken. Alle Bezirke machen nach wie vor Stände. Einige stehen fast jedes Wochenende, zum Teil sogar an mehreren Stellen. Hier können Sie sich an die jeweiligen Bezirksvorsitzenden bzw. die Bezirkswahlkampfkoordinatoren wenden, um dort mitzuhelfen. Des Weiteren geht es in allen Bezirken jetzt los mit größeren Veranstaltungen. Dies ist nur eine von mehreren Veranstaltungen. Demnächst wird Reinickendorf auch den Wahlkampf eröffnen im Rathaus und andere Bezirke werden folgen. Auf Landesebene organisieren wir gerade mehrere Großveranstaltungen. Auf Bundesebene sind wir Berliner Mitglieder auch wieder gefragt. Sie wissen, zur Bundeskampa, also der Leitung des Bundeswahlkampfes, gehören Beatrix von Storch und Georg Platzderski, gleich zwei führende Berliner Mitglieder. Ich selbst bin Mitglied der Redaktionskommission für das Wahlprogramm. Ich darf Ihnen dazu die gute Mitteilung machen, dass nach vielen anstrengenden Diskussionen, Sitzungen, die sich über Monate hingezogen haben, wir nun unser Wahlprogramm endlich online haben und auch der Druck bereits in Auftrag gegeben ist. Sie haben völlig recht, da kann man ruhig klatschen, denn ich bin wirklich auf dieses Wahlkampfprogramm stolz, denn es hat nicht einer geschrieben, es haben nicht zwei und nicht drei geschrieben, wie das bei anderen Parteien ist, sondern bei uns haben insgesamt fast bis zu 1000 Leute daran mitgearbeitet. Das war eine riesen Koordinierungsaufgabe, an der viele Landesfachausschüsse, Bundesfachausschüsse und zuletzt die Bundesprogrammkommission und die Redaktionskommission mitgewirkt haben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich würde es mal vergleichen mit dieser Zitadelle. Hier hat auch nicht einer dran gebaut, sondern viele. Es ist über längere Zeit dran gebaut worden. Vielleicht
ist die eine oder andere Mauer etwas schief und irgendwo knirscht es im Gedell. Aber, liebe Freunde, wir haben dieses Programm selbst geschrieben. Nicht irgendeine Agentur, sondern wir selbst, die Mitglieder, haben uns unser Programm gegeben und darauf können wir stolz sein. Ja, unser Wahlkampfprogramm umfasst fast 80 Seiten. Die können wir natürlich an den Ständen schlechterdings nicht halt in die Hand drücken. Deshalb haben wir auch über die Pfingstferien jetzt ein Kurzprogramm erstellt, das einen deutlich geringeren Umfang hat. Dort wird jedes der 15 Kapitel mit nur ein bis zwei Seiten enthalten sein. Dieses geht in Kürze auch in den Druck und wird dann Ihnen und den Bezirken für den Wahlkampf zur Verfügung gestellt. Wir hoffen sehr darauf. So gesehen ist jeder Einzelne von Ihnen auch seine eigene Wahlkampfzentrale, dass Sie dieses Programm, Kurzprogramm, dann auch weiterverteilen im Freundes- und Bekanntenkreis und wir so weitere Stimmen für unsere Sache gewinnen können. Ja, so viel zum Wahlkampf. Ich komme jetzt zu einer, sozusagen zu dem anderen Part des Kandidaten, der, will man sagen, ein paar nachdenkliche Worte heute an Sie richten möchte. Die AfD im Wahlkampf, wo wir stehen und wo wir hinwollen und müssen. Liebe Gäste, sehr geehrte Parteifreunde, was machen Sie, was mache ich, was machen wir hier eigentlich an so einem schönen Sommertag, in dieser etwas schwülen, hier nicht so, aber in einigen Kammern doch finsteren Zitadelle. Sie sind zu einer Parteiveranstaltung der AfD gekommen, der berühmt-berüchtigsten Partei Deutschlands. Glaubt man den Verlautbarungen der Medien und der Altparteien, übrigens auch inzwischen den Gewerkschaften und den Kirchen, dann ist die AfD ausländerfeindlich, rückwärtsgewandt, homophob, antisozial, rechtsradikal, kurzum eine Partei der ewig Gestrigen. Ich frage Sie, wären Sie dann hier? Ich auch nicht. Denn von allem, was ich eben aufgezählt habe, ist genau das Gegenteil wahr. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Erstens, wir sind keine Ausländerfeinde. Die Forderung, den Zuzug nach Deutschland zu kontrollieren, Beatrix von Storch hat es vorhin angesprochen, so wie es andere Staaten auch tun, die noch bei Verstand sind, das hat mit Ausländerfeindlichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Unsere Verachtung und Kritik gilt nicht den einzelnen Migranten. Im Gegenteil, wir verstehen den einzelnen Migranten sehr gut. Viele von uns würden sich in ihrer Lage vielleicht ähnlich verhalten und nach Deutschland kommen. Unsere Verachtung und Kritik gilt dieser unserer eigenen Regierung. Mit vielen Migranten verbindet uns mehr als mit zum Beispiel, sagen wir mal, Claudia Roth. So wie viele hier lebende Menschen, schon länger hier lebende Menschen als es inzwischen mit Migrationshintergrund, stehen wir zu konservativen Werten. Dem Erhalt der Familien und einer starken staatlichen Ordnung, die sich aber auf ihre Kernaufgaben beschränkt und den Bürgern ansonsten mit in Ruhe lässt. Übrigens zeigt sich diese viel zu selten thematisierte Verbindung zwischen Bürgern mit Migrationshintergrund mehr und mehr auch im Wahlverhalten. Eine Untersuchung, die ausgerechnet im rot-grünen Freiburg anlässlich der Landtagswahl 2016 durchgeführt wurde, hat ergeben, dass unter den Wählern der AfD über 30% einen Migrationshintergrund haben. Zum Vergleich, bei den Linken waren es in derselben Stadt
12%, bei CDU und SPD 11% bzw. 9% und bei den Grünen, der selbsternannten Beschützerpartei der Migranten, waren es sagen und schreiben nur 6%. Deshalb noch einmal auch für die Presse, soweit sich hier ist, zum Mitschreiben. Wir kritisieren weder die Migranten noch die Flüchtlinge, die sich rechtskonform verhalten, sondern unseren politischen Gegner und unsere eigene Regierung, die sie unterstützende Allparteienkoalition. Ich komme zum zweiten Punkt. Wir sind nicht rückwärts gewandt. Im Gegenteil. Wir sind die Partei, die am weitesten nach vorne schaut. Wir verschließen nicht die Augen davor, zu was eine weitere Ausbreitung des Islams in Deutschland führen wird. Nämlich nicht zu einem Fortschritt, sondern zu einem zivilisatorischen und kulturellen Rückschritt. Auch hier ist es aber in Ergänzung zu meiner Vorrednerin ganz wichtig zu differenzieren. Wir bekämpfen nicht den Islam an sich. Das wäre vielleicht auch für die AfD mit, wie viel haben wir inzwischen, 26.000 Mitgliedern, angesichts von etwa 1,7 Milliarden Muslimen weltweit eine etwas zu große Aufgabe. Sondern wiederum ist unser eigentlicher Gegner unsere Regierung und ihre Unterstützer, die Ausbreitung des Islams und darauf kommt es mir an, in Deutschland befördern. Ob der Islam für Länder wie Saudi-Arabien, den Iran oder Afghanistan gut ist, mögen diese souveränen Staaten für sich entscheiden. Genauso, meine Damen und Herren, erlauben wir uns aber in Deutschland, uns gegen den Islam zu entscheiden. Das hat mit Islam oder Religionsfeindlichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wir stehen auch in dieser Frage voll und ganz auf dem Boden des Grundgesetzes. Man muss den Islam nicht mögen, wie man es einreden will. Nur weil ich zum Beispiel ein gutes Steak dem Veggie-Burger vorziehe, bin ich noch lange kein Veggie-Burger-Feind. Ich komme zum dritten Punkt. Sind wir denn wenigstens homophob, wie unsere Gegner behaupten? Ich will hierzu heute mal eine ehrliche Antwort geben. Ja, wir sind homophob. Aber nicht mehr als die anderen Parteien. Wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Denn was heißt denn eigentlich homophob zu sein? Dem griechischen Ursprung des Wortes nach bedeutet Homophobie so viel wie Angst vor Schwulen oder dem Schwulsein. Vielleicht ist auch gemeint die Angst vor dem eigenen Schwulsein. Insoweit geht es völlig in Ordnung, etwas homophob zu sein. Man muss aber den Tanz um das goldene Kalb der linkspolitischen Homo-Szene nicht teufeln. Was aber keinen Platz in der AfD hat, und das sage ich hier auch ganz deutlich, ist Schwulenfeindlichkeit. Wir sind eine sehr tolerante Partei und ich bin stolz darauf, dass bei uns, so wie der alte Fritz, das passt hier zur Zitadelle, es einmal sagte, dass bei uns in der AfD jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Meine Damen und Herren, ist aber der Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz sehr wichtig. Tolerare heißt lateinisch so viel wie ertragen, erdulden. Davon war früher meistens die Rede. Wir sollten Toleranz üben, das wollen und tun wir auch sehr gerne. Inzwischen geht es aber nicht mehr nur um Toleranz, sondern Sie haben es sicherlich schon bemerkt, gefordert wird gerade auch in den Schulen, ich weiß, wovon ich rede, eine Erziehung zur Akzeptanz. Man mag vielleicht sagen, naja, was ist denn da der Unterschied? Toleranz, Akzeptanz wird doch so ungefähr das Gleiche sein, ist es aber nicht. Toleranz heißt etwas zu ertragen, zu erdulden, ich muss es aber selbst nicht gut finden oder für mich persönlich annehmen. Akzeptanz, da steckt das Wort Akzipere drin, heißt so viel wie etwas annehmen.
Damit ist gemeint, dass wir inzwischen nicht mehr nur anders sich Gebende tolerieren sollen, sondern wir sollen es auch noch gut finden. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen es gut finden, dass man, naja, Sie kennen diese Spiele, die sich in den diversen Schulkoffern verbergen, dass man am Wochenende sich in Lack und Leder kleidet und diverse Keller besucht. Ich will das nicht näher ausführen. Meine Damen und Herren, wir tolerieren das, aber wir akzeptieren das in diesem Sinne nicht. Wir müssen das nicht gut finden. Es muss genügen, dass unsere Kinder auf der Schule auf naturwissenschaftlicher Grundlage erfahren, dass es Homosexualität gibt und was das ist, wenn die Schule aber dazu ermuntert, die eigene geschlechtliche Identität zu hinterfragen, schwul sein und doing gender, so heißt das, wenn man sein Geschlecht täglich wechselt, geradezu bewirkt, dann ist die vom Grundgesetz gezogene Grenze eindeutig überschritten. Unsere Kinder erziehen wir selbst und nicht der Staat. Ich komme zum vierten und vorletzten Punkt und der wird im Wahlkampf sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen. Ist die AfD eine antisoziale Partei, wie man oft gehört hat? Hinter diesem Vorwurf steht natürlich die Angst des politischen Gegners, insbesondere der Linken und der SPD, dass wir ihnen noch mehr Stimmen abjagen könnten, als wir es bisher schon getan haben. Meistens wird dabei auf unser Programm verwiesen, in dem es tatsächlich heißt, dass wir die Vermögens- und auch die Erbschaftssteuer abschaffen bzw. nicht wieder einführen wollen. Aber, meine Damen und Herren, sind wir deshalb antisozial? Nur weil wir uns der primitiven Neiddebatte der Linken verweigern? Glaubt wirklich irgendjemand, dass auch nur ein Pfennig aus der Vermögenssteuer den Armen oder schlechter Gestellten zugute käme? Wenn diese Regierung etwas für arme Deutsche hätte tun wollen, hätte sie es längst machen können. Für Euro netto. Werden Milliarden aus dem Hut gezaubert. Man fragt sich, woher da das Geld so schnell plötzlich kommen kann. Für deutsche Familien, die am Rande der Armutsgrenze für ihr Auskommen hart arbeiten müssen, ist nach wie vor nichts da. Hier, meine Damen und Herren, liegt das Problem und nicht bei der Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Diese beiden Steuern sind als sogenannte Substanzsteuer nur ein zweiter Zugriff des Staates auf bereits einmal versteuertes Vermögen. Ich sage das so locker flockig gelernt habe, dass durch die Lektüre unseres Parteiprogramms können Sie das näher nachlesen. Gerade Familien und Familienunternehmen denken in Generationen und für viele ist der Wunsch, den eigenen Nachkommen etwas zu vererben, ein wichtiger Antrieb für ihre tägliche Arbeit. Das darf der Staat nicht kaputt machen. Stattdessen finden Sie in unserem Wahlprogramm eine wirklich soziale Forderung, auch das hat Beatrix von Storch schon erwähnt, ich kann es abkürzen, nämlich die Absenkung der Mehrwertsteuer um 7 Prozentpunkte. Das kommt wirklich bei den Menschen an. Letzte Bemerkung zu dieser Frage, und das ist tatsächlich der runde Punkt des politischen Gegners, deshalb wollen Sie darüber auch möglichst nicht reden und versuchen eher die Diskussion auf Probleme innerhalb der AfD zu lenken. Der Sozialstaat kann natürlich nur dann funktionieren, wenn die Solidargemeinschaft, auf die er sich bezieht, auch begrenzt ist. Ein Sozialstaat ohne Grenzen, ein Sozialstaat ohne Nationalstaat kann und wird nicht funktionieren. In den Vereinigten Staaten von Europa, wie sie von den Eliten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in anderen europäischen Ländern angestrebt werden, in den Vereinigten Staaten von Europa wird es nur noch einen einheitlichen Sozialstandard geben und dieser wird sich nicht auf deutschem Niveau bewegen, sondern irgendwo zwischen Deutschland und Bulgarien. Das, meine Damen und Herren, kommt dabei raus, wenn man Linke und SPD wählt. Ich komme zum letzten und damit auch heikelsten Punkt.
sind wir Rechtsradikale. Hans Weidel hat sich vor kurzem in einer Rede zu Recht darüber lustig gemacht, dass einige tatsächlich glauben, die AfD, beziehungsweise sie hat das, glaube ich, zu sich selbst, auf sich selbst bezogen, stehe kurz davor, ihr braunes Hemd anzuziehen und mit Fackeln in der Hand durch das Brandenburger Tor oder in die Zitadelle in Spandau einzumarschieren. Inzwischen dämmert es aber selbst einigen Journalisten des Mainstream, dass sie mit der inflationären Verwendung der Nazi-Keule einen großen Fehler gemacht haben. In der FAZ wies Justus Bender darauf hin, dass es in der AfD praktisch, ich zitiere, keine Nazis gibt. Und ich persönlich, obwohl ich viel in der AfD herumkomme, bin auch noch keinem begegnet, von dem ich sagen würde, das ist wirklich ein Rechtsextremist. Den gibt es bei uns nicht. Ich kenne keinen. Wenn Sie einen kennen, stellen Sie mir mal vor, das würde mich wundern. Denn was sind Nazis denn eigentlich? Ursprünglich sind damit Anhänger des Nationalsozialismus oder früher auch Mitglieder der NSDAP gemeint. Kleine Randbemerkung in Klammern. Die AfD ist die einzige Partei, die nicht von ehemaligen, echten NSDAP-Mitgliedern aufgebaut wird. Alle anderen Parteien. Alle anderen Parteien, selbst die Vorgängerpartei der Linken, ja, selbst der früheren SED, waren ehemalige NSDAP-Mitglieder führend mit dabei. Diese Parteien hatten, solange diese Nazis noch am Leben waren, überhaupt kein Problem damit, sie in ihren Reihen zu haben. Ja, und sie haben sie geduldet und gefördert. Jetzt, wo die letzten von ihnen langsam das Zeitliche segnen, geriert man sich als tolle Anti-Nazi-Kämpfer. Also, sind wir nun rechts oder nicht? Wenn wir rechts und links als Orientierungsmerkmal nehmen, innerhalb, und das ist jetzt wichtig, des demokratischen Spektrums, denn nur davon wollen wir hier reden, innerhalb des demokratischen Spektrums, wozu echte Nazis und auch Kommunisten natürlich nicht zählen, denn diese wollen die Demokratie abschaffen, innerhalb des demokratischen Spektrums sind wir natürlich eher rechts als links. Denn wenn rechts sein heißt, dass man Sicherheit und Ordnung gut findet, Gewalt auf der Straße verabscheut, Familien fördern möchte, morgens aufsteht und zur Arbeit geht, wie Konrad Adam einmal formulierte, dann sollten wir alle mit Stolz sagen, natürlich sind wir rechts. Wenn mit Rechtssein aber gemeint ist, dass wir ein Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hätten, dass wir Ausländer hassen, religiöse Minderheiten das Existenzrecht absprechen wollten, konjunktiv, dass wir Kriege gegen andere Länder führen möchten, dann, liebe Freunde, ist die AfD nach dieser Logik eine ziemlich linksextreme Partei. Ja, ich bin mit meinen Überlegungen hierzu am Ende. Lassen Sie mich abschließend noch einen Appell richten an Sie alle, egal ob Sie schon Mitglied bei uns sind oder Wähler oder potenzieller Wähler. Wir brauchen in diesem Wahlkampf wirklich jede Stimme. Wir sind angetreten gegen die größte Koalition aller Zeiten, die man nur gegen sich haben kann. Ich habe es eingangs gesagt. Alle Parteien, fast alle Medien, die Kirchen und die Gewerkschaften bekämpfen die AfD. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir stabil und solide noch immer bei etwa 8-9% stehen. Das aber, meine Damen und Herren, kann nur ein Anfang sein. Bitte helfen Sie mit, die AfD stark zu machen, dass wir die 10%-Marke locker überspringen. Ich sage mal, mein persönliches Wahlziel wäre 50%. Zusammen schaffen wir das. Ich danke Ihnen. Als Bezirksstadtrat würde ich einen kleinen Flashback wagen, nämlich zum Thema Sozialstaatlichkeit. Sozialstaatlichkeit, das Staatsprinzip, ist ja nicht einforderbar. Und täglich und wöchentlich laufen mir viele, viele Bürgerinnen die Tür ein, die ihr Leben nicht mehr alleine gestalten können, weil das Geld hinten und vorne nicht mehr reicht. Diese Menschen rufen dann alle nicht
nach dem Imperium Paternale, nach dem allumfassenden Versorgungsstaat. Diese Leute rufen nach einem starken Staat, der die wirklichen Armen erkennt und den Selbstbedienungsladen verhindert. Dankeschön. Jetzt ist es mir eine besondere Freude, Dr. Curio nach vorne zu bringen. Und wir freuen uns auf seine Rede. Danke. Liebe Freunde, liebe Mitbürger, das ist ein wunderschöner Tag und wir dürfen uns freuen, dass weiterhin einige Millionen deutsche Bürger uns hören und auf uns hoffen, obwohl Politiker und Medien in gewohnter Komplizenschaft sich darin überbieten, uns zu verdrängen und zu verleugnen. Ich möchte meine Worte dem einfachen deutschen Bürger widmen, der von seiner Regierung betrogen wird, es aber nicht erkennt, weil er belogen wird. Diese Lüge hat viele Gesichter, sie wählt aus und sie verschweigt. Sie verändert Begriffe, manipuliert durch Sprachmissbrauch, hier müssen wir viel sprachliches Falschgeld aus dem Verkehr ziehen. Nehmen wir mal, Deutschland ist stark. Die ganze Wahrheit, Deutschland haftet für Bankrotteure, jederzeit fällig, treibt seine Sparer in Altersarmut, finanziert Schuldner, selbst milliardenschwer überschuldet, der boomende Konsum eine Scheinblüte, der traurige Grund, die Menschen überkaufen sich, weil sie nichts anlegen können. Der angehäufte Ramsch wird sie aber vor Not nicht schützen, aber Schäubles Mehrwertsteuer sprudelt. Und das heißt dann, Deutschland ist stark. Oder wer von Österreich oder Italien kommt, an der deutschen Grenze Asyl sagt, lügt. Niemand, der über sichere Länder in ein Wunschzielland reist, flieht, ist laut Gesetz Flüchtling oder Fluchtantrag. Aber die Fabrikanten der Lüge, die Doktoren der Sprachmanipulation, sind hier nicht am Ende. Die Perfidie kennt noch manche Steigerung. Aus schon fehltitulierten Flüchtlingen werden Schutzsuchende. Damit der psychologische Widerstand der Bevölkerung von vornherein moralisch gebrochen wird. Diese Strategie ist zu entlarven. Tatsächlich ist nach § 18 Asylverfahrensgesetz die Einreise zu verweigern. Stattdessen endloser Rechtsbruch, Täuschung der Bevölkerung, Strafvereitelung. Täglich, jetzt befreien wir die Bürger aus der moralischen Erpressungsfalle. Verantwortung übernehmen. Oder Sie hören, dass für dringende Maßnahmen dieses so starken Deutschlands Geld in die Hand genommen werden müsse. Nun, Sie können sicher sein, dass diese Hand, die Geld in die Hand nimmt, vorher in Ihrer Tasche war. Deutsche Willkommenskultur, in Wahrheit die sprachmissbräuchliche Bemäntelung von bewusstem Staatsversagen, die psychostrategische Indienstnahme und Ausbeutung menschlicher Gutwilligkeit. Was wir brauchen, ist eine Willkommenskultur für demokratische Meinungsvielfalt. Auch eine fortschreitende Bedeutungsverschiebung ursprünglich konkreter und sogar werthafter Begriffe. Sie hinterlässt immer mehr tabuisierte, verbrannte Begriffe. Das ist Sprachraub, der die Bewerbung dieser Begriffe diffamieren und damit verunmöglichen will. Etwa staatliche Souveränität, Grenzsicherung wird zu Abschottung, volkstümlich, zu rassistisch, Heimat zu dumpf, nicht weltoffen, Rassismus und Narzissmus verdächtig, konservativ zu nationalkonservativ, national, nationalistisch, Nazi, rechts zu rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem, verfassungsfeindlich, menschenverachtend. Und schon auf der roten Liste der bedrohten Wortarten auch jetzt Deutsch und Deutschland. Das ist Erziehungsjournalismus, Meinungsdiktatur, Gehirnwäsche in Reinkultur mit dem einzigen Ziel, informierte Bürgerentscheidungen, die Grundlage jeder Demokratie, auszuhebeln. Gleich die AfD als unchristlich. Wo erklärt er das? Auf einem vom Staat finanzierten Kirchentag. Aber wir sind nicht am Ende der Sprach- und Meinungsvernichtung. Da die Machthebenden kein Medium dulden, das sich ihrem Einfluss entziehen könnte, etwa das Netz, wird ein neues Delikt erfunden, ein bisher nicht existentes Verbrechen mit unüberhörbaren Anklängen an ein Gesinnungsstrafrecht. Das Verbrechen Hass. Hasskriminalität, bislang kein juristischer Begriff,
soll das Instrument zur Mundtotmachung ins Gesetz bewährt mit existenzvernichtenden Bußgeldern. Der Terminus Hass hält inflationär Einzug in die tägliche Berichterstattung. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich um nichts anderes als um die Diskreditierung von Kritik an der Mainstream-Presse und an aktuellem Regierungshandeln. Offene Kritik wird zum Staatsvergehen, während wir parallel beobachten, dass schwere Gewalttaten verheimlicht, nicht verfolgt, relativiert und verharmlost werden und für die Täter weitgehend folgenlos bleiben. Also, Straßengewalt, Vergewaltigung, Identitäts- und Sozialbetrug in Serie als Kavaliersdelikt. Aber Merkel muss weg als Hasskriminalität. Fazit: Hass und Hetze werden bewusst gewählt als juristisch unscharfe Begriffe und so zu Instrumenten der Kriminalisierung und Ausschaltung von politischer Kritik gemacht. So etwas ist in keinem anderen Land Europas denkbar. In der DDR war es gefährlich, seine Meinung zu sagen. Sind wir wieder so weit? Ja. Merkel ist in der DDR-Diktatur sozialisiert. Sie kennt das Volk als Masse, das alternativlos Vorgaben der Politik zu befolgen hat und regiert auch so. In ihrer katastrophalen Politik der forcierten illegalen Migration und der schrittweisen Auflösung von Staat und Gesellschaft verbinden sich der betont antinationale Internationalismus der altkommunistischen Linken, das Autoritätstrauma der Grünen, was diese auf den Vaterstaat projizieren, den es zu bekämpfen und zerstören gilt, mit der forcierten ökonomischen Globalisierung supranationaler Großkonzerne, die sich homogene Absatzmärkte schaffen wollen, mit nur noch vereinzelten Menschen, die keiner solidaren Gemeinschaft, Staat oder Nation angehören, und mit der Unterminierung einer souveränen deutschen Außenpolitik. Einmal leider im Interesse der USA, dass die keine Annäherung zwischen Deutschland und Russland wünschen, zum anderen getragen vom Interesse anderer europäischer Staaten. Was also verliert der so gelogene und gemaßregelte Bürger? Außer Kleinigkeiten wie Wahrheit, Information, Meinungsfreiheit. Das Ziel aller Lügen ist die Verdeckung des Betrugs. Sie macht aus dem Belogenen den Betrogenen. Er muss den fortgesetzten Zustrom, die Duldung, Alimentierung, sogenannte Integration hunderttausender illegaler und nicht asylberechtigter Migranten auf unabsehbare Zeit und in wachsender Höhe bezahlen. Hochrechnung bis jetzt 900 Milliarden. Sein Vermögen wird entwertet und vernichtet durch eine europäisch fremdbestimmte Geldpolitik. Politische Selbstbestimmung wird ihm schleichend entzogen durch fortschreitende Abtretung eigener staatlicher Souveränität und durch massenhaft verschenkte deutsche Staatsbürgerschaft. Betrogen schließlich um seinen Anspruch auf Anwendung von Recht und Gesetz. Werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf zwei große Problemfelder, auf EU und Euro und auf den Islam. Meine Damen und Herren, es gibt keinen sogenannten europäischen Geist, den die Feinde der Nationalstaaten gern behaupten und beweihräuchern. Das Interesse an der sogenannten europäischen Idee würde in no time erlöschen, sobald Deutschland nicht mehr in der EU wäre und finanziell vereinnahmt, um nicht zu sagen ausgenommen werden könnte. Der berühmte europäische Geist ist und war nie etwas anderes als Egoismen und Eigeninteressen der anderen Länder, allen voran der Schuldner und Nettoempfänger. Und die EU ist nicht Europa. Europa ist ein Kontinent von differenzierten, gewachsenen Kulturnationen, was es zu bewahren gilt. Natürlich keine politische Einheit, nie gewesen. Man findet sich fallweise zusammen, wenn es im jeweiligen Interesse liegt. Etwa die EWG reichte seinerzeit völlig aus. Die von den Eine falsche Darstellung einer angeblichen Vereinseitigung der AfD-Politik auf Migrationsprobleme ist aufzubrechen durch Wiederbetonung unserer ebenso grundlegenden Euro- und Europakritik. Diese entzieht sich jeglicher Skandalisierung als Hass und Populismus wird deshalb gerne ignoriert. Also Kritik an Sparer enteignet durch Draghis EZB nicht durch Zins, an illegalen, noch dazu unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen, fortgesetzter, noch dazu aussichtsloser Griechenlandrettung, demnächst Italien. Nichtanwendung der Sanktionen gegen die Defizitsünder, Spanien, Portugal, Gabriel und Macron, Aufbau einer europäischen Arbeitslosenversicherung, zu Deutsch, deutsche Arbeit, Franzosen bedienen sich an dem von Deutschen erarbeiteten Geld zur Finanzierung ihrer eigenen, nicht wettbewerbsfähigen Sozialstandards. Meine Damen und Herren, dieser Euro ist Raub und will und soll in dieser EU
nichts anderes sein. Euro ist grau, EU ist Entrechtung. Kein primär religiöses Thema, sondern ein hochpolitisches und gesellschaftspolitisches. Gehen wir einmal ins AfD-Programm. Warum sind wir gegen Minarett und Mulzelo? Weil es um kulturelle Demonstrationen geht gegenüber der nicht-muslimischen Gesellschaft. Schaut her, wir besetzen hier den öffentlichen Raum, ein Akt angestrebter kultureller Landnahme. Außenwirkung ist gerade Kennzeichen des politischen Islam. Ihm geht es weniger um die persönliche, private Religionsausübung, sondern um das Hineinwirken in die Gesellschaft, kulturelle Landnahme und nachfolgende Machtübernahme. Mettin Kaplan, der selbsternannte Kalif von Köln, kündigte an, Islam und Demokratie werden niemals miteinander vereinbar sein. Wenn wir an die Macht kommen, werden wir das Parlament zerstören. Und niederbrennen, was sonst? Und die Asche im Meer verstreuen, natürlich. Typische Aussagen des Kumanen sind, tötet die Ungläubigen, die sind schlimmer als das Vieh. Wenn Frauen sich aufregen, schlagt sie. Nehmt nicht Juden und Christen zu Freunden, Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie die Schwamme bereitet. Diese Hetze soll jetzt zum Schulfach werden. Dort produzieren wir sehenden Auges eine tickende Zeitbombe. Es ist Unterricht in Staats- und Freiheitsauslöschung. Auch die gewaltsame Missionierung der Ungläubigen ist gültig bleibendes, unmittelbares Gotteswort. So wird es auch verstanden. Nach einer Umfrage sind 2/3 der europäischen Muslime ihre religiösen Gebote wichtiger als unsere Gesetze. Bei den schon hier lebenden Muslimen ist Integration leider meist gescheitert. Islamische Kräfte arbeiten etwa im schulischen Bereich massiv dagegen. Muslimische Mädchen werden eingeschüchtert, Kopftücher zu tragen. Muslimische Jungen titulieren neuerdings deutsche Mitschüler als Ungläubige. Terrorattentate werden begrüßt von muslimischen Grundschülern. Ziel der Koranschulen ist die politische Agitation gegen die westliche Gesellschaft. Auch die Islamverbände sind der politische Islam. Sie sind das Problem, nicht die Lösung. Aber es sind doch nur wenige, die sich radikalisieren. Radikalisieren heißt wörtlich, sich von seinen Wurzeln her verstehen, sich auf den Wesenskern des Islam beziehen. Wir verstehen radikal als abwertend. Muslime sehen darin den wahren Islam. Geschlechtertrennung, Frauenunterdrückung, ist die Einstellung, aus der dann Zwangsehen und Ehrenmorde entstehen. Die Einstellung, auch aus der Terrorismus entsteht. Denn einer, der den Lebensstil einer Gesellschaft ablehnt und verachtet, fällt es leichter, gewalttätig gegen diese von ihm als sündig empfundene, abgelehnte Gesellschaft vorzugehen. Deshalb ist islamische Lebenskultur auch mit den Grundlagen des Terrorismus leider verbunden. Und nach Terroranschlägen erleben wir stets eine nachfolgende Tatsachenverdrehung. Junge, perspektivlose Muslime, ausgegrenzt, diskriminiert. Kein Wunder, dass die kriminell werden. Mit anderen Worten, wir sind schuld. Und daran gewöhnen sollten wir uns auch noch. Es geht um die Errichtung eines Duldungsdiktats. So tönen die selbsternannten Extremismus- und Terrorismusexperten. Tenor, wenn wir die nicht noch mehr schonen und pampern, dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie uns die Kehle durchschneiden und ihren Autos überfahren. Mit anderen Worten, wenn ihr leben wollt, zahlt. Damit aber die eigentlich nötige Einhegung des Islam umgewendet werden kann zu einer Umarmung des Islams durch seine Opfer, wird die Absicht der Täter unbelogen. Sie wollten ja nur unsere Gesellschaft spalten. Mit diesem Unsinn wird dann die Nichtreaktion unserer Antwort des nun bitte noch enger Zusammenrückens als Heimmittel empfohlen. Die faschistische Gewaltideologie der Gotteskrieger selbst darf nicht schuld sein, sonst geriete noch die ganze Millionenimmigration auf den Prüfstand. Dieses erziehungsjournalistische Politchloroform wird versprüht, weil die Regierung Angst hat vom Volk. Denn eigentlich wären Maßnahmen zur sofortigen Gefährderausweisung und zum Salafistenverbot nötig und vor allem eine religiöse Verurteilung durch Imame, die auffallend fehlt. Möglich ist nicht mehr Integration, sondern eine ausdrückliche theologische Verurteilung und Delegitimation terroraffiner Koranverser. Oder kann es eine solche Verurteilung islamtheologisch begründet etwa gar nicht geben? Wie sagte Hamid Abdelsalat, der IS ist das legitime Glied des Korans. Lieberberg am Nürburgring forderte neulich Antiterror-Demos der Muslime. Das wurde sofort von diesen als Hetze kritisiert. Aber schlimmer noch, nicht nur die fehlende
Korrektur des Islam. Nein, Herr Schäuble weiß, Islam ist Toleranz. Deutsche könnten viel davon lernen. Dabei ist Anspruch dieser toleranten Ideologie einzig wahre Religion. Alle müssen islamisch werden. Eine autoritäre Weltanschauung mit absolutem Geltungsanspruch, Eroberungs- und Missionsauftrag mit Feuer und Schwert durchzusetzen, eine archaische Herrschaftsordnung. Wenn Schäuble das als Vorbild empfiehlt, ist er gefährlich ignorant oder ein klarer Verfassungsfeind. Was müssen wir dem entgegensetzen? Das Bundesverfassungsgericht erklärte 1987, der Staat hat die verfassungsgemäße Pflicht, die Identität des deutschen Staatsvolks zu erhalten. Reden wir also jetzt nicht nur von der Kriminalität von Teilen dieser Ideologie, sondern von ihrer Fremdheit an sich gegenüber unserer Kultur, reden wir von dem Klima gefühlter Entheimatung der Deutschen. Heimat ist ein Ort lange gewachsener, geprägter Tradition innerhalb einer Gesellschaft, einer Kultur. Schauen wir auf das bei Grünen und Linken auffällige Eintreten für mehr Moscheebau, islamische Essensregeln, Feiertage, Kleidungsregeln. Besinnen sich aber die Einheimischen auch nur zaghaft auf ihre eigene Kultur, so wird dies bereits als rassistischer, nationalistischer Affront gegen die neuen Deutschen angeprangert. Eine Vertretung und Wahrung des eigenen wird da bereits zu einem Akt der Intoleranz. Die Neubürger aber sehen in einem solchen gezielt geschaffenen Selbstwertvakuum des Aufnahmelandes die klare Aufforderung, eine Ordnung nach ihren eigenen Regeln aufzubauen. Statt Integration, Absonderung, dann Parallelgesellschaft, dann Parallelherrschaft, dann Ausdehnung dieser Bereiche, aus denen Deutsche längst weggezogen sind. Und diese selbstghettoisierte Fremdkultur wird so bleiben. In Deutschland sind nur 0,5% muslimischer Frauen mit einem Nicht-Muslim verheiratet. Es geht aber nicht nur um Tradition oder Konservativität. Die Gefahren der Demografie, die Verleihung der Staatsbürgerschaft, auch im Wege der Doppelten, die die Entscheidung erleichtert, also vermehrt, sind unübersehbar. Denken wir an den kürzlich von Erdogan explizit anempfohlenen Geburten-Dschihad. Macht nicht 2 oder 3 Kinder, sondern 5, denn ihr seid die Zukunft Europas. Das, meine Damen und Herren, ist die Sprache der feindlichen Übernahme, nichts sonst. Erkennen wir die Gefahren von massenhafter Einbürgerung und doppelter Staatsbürgerschaft? Mit einer Zweidrittelmehrheit ist rechtmäßig jedes Gesetz änderbar, außer Artikel 21 Grundgesetz. Unsere Verfassung hat sich bei den hiesigen Menschen, die hier miteinander seit Generationen leben, aus 2000 Jahre alten Rechtsfallentscheidungen entwickelt. Deshalb keine regelhafte Einbürgerung von Personen, die aufgrund ihrer Prägung unserer Verfassungskultur und Rechtstradition definitiv fremd gegenüberstehen. Sonst wird in wenigen Jahrzehnten diese verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit durch Verfassungskulturfremde erreicht. Noch schneller natürlich im Verein mit unseren inländerfeindlichen Politik und Medien. Meine Damen und Herren, Fazit: Wir haben ein riesiges Wählerpotenzial, wenn wir Deutschland aufklären könnten. Wir müssen transportieren, die AfD ist die beste Prävention gegen Rechtsextremismus. Schwarz-Rot, Jamaika, Rot-Rot-Grün, alles nur Fortsetzung desselben falschen Kurses. Geheime Zuwanderung nach wie vor, immer noch 15.000 pro Monat. Praktisch keine Abstimmung, alles unter den Tisch gehalten. Schuld ist die Anlockung, ein Versprechen lebenslanger Vollversorgung. Wir formulieren als positives Ziel die Wiederherstellung von Recht und Gesetz auf allen Ebenen. Ein Wort zum Schluss. Wir wissen, wir sprechen heute hier in dieser schönen alten Zitadelle zueinander, über Deutschland, in Deutschland, aber noch nicht zu Deutschland. Die deutsche Bevölkerung befindet sich im Tiefschlaf. Gradmesser dieses Tiefschlafs sind die Umfragewerte der Union. Jede Äußerung von Merkel und Co. liegt als Schlafpille gegen vorzeitiges Erwachen. Es geht um Vollnarkose bis zum Wahltag. Gegenwärtig könnten wir in diesem wichtigsten aller Wahlkämpfe die deutsche Bevölkerung, die sich in einer Wellness-Position wähnt, aufgrund der medialen Informationsblockade der AfD nur schwer aus ihrem Tiefschlaf holen. Wenn die Bevölkerung 2017 bis 2021 dann aber aufwacht und sich die Augen reibt, dann wacht sie in einem anderen Deutschland auf. Dann wird es das Deutschland, in dem sie zu leben
Vermeinte nicht mehr geben. Dafür aber ein Deutschland, der dann offiziellen Haftungsunion, der offiziellen Dauereinwanderung von nicht erwerbstätigen Afrikanern, nicht verfassungswilligen Muslimen, das Deutschland der Doppelpässe, Universaleinbürgerung für jeden, der ein Weilchen hier ist oder war oder durchreist, das Deutschland der islamischen und afrikanischen Viertel, Ortschaften eigenen Rechts und eigenen Lebens, die, wo sie sich ausbreiten, von Deutschen verlassen werden, das Deutschland der Kopftuchklassen und des Mobbings der Ungläubigen. Nach der Wahl, wenn Merkel und Co. ungehindert Deutschland weiter zerstören, werden die Bürger erkennen, dass die AfD nicht Angst macht, sondern aufklärt. Deshalb unsere letzte und einzige Chance, die Bevölkerung anzusprechen, aufzuwecken, ist der Bundestag als öffentliche Plattform, als letzte freie Sendestation während dieses Sturzflugs in den Staatsuntergang. Nur so können wir heute noch verdrängt und verleumdet zu Deutschland reden, die Menschen aufklären, überzeugen und das Steuer herumreißen. Ich verspreche Ihnen hier und heute, wir werden es tun. Danke. Geht es eigentlich um mehr als um das Verhältnis zwischen Bundeswehr und Wehrmacht. Es geht zunächst einmal darum, wie mit der Ehre früherer Generationen umgegangen wird. Das
Verhalten der Verteidigungsministerin stößt bei vielen Soldaten, aktiven und ehemaligen, und auch bei vielen Bürgern übel auf. Es wird wahrgenommen als die Arroganz der Nachgeborenen. Und es ist wieder einmal die CDU, die sich genau gegenteilig zu ihrem Selbstbild verhält. Es ist kein SPD-Minister, der das angestoßen hat. Als Frau von der Leyen in Illkirch aus der Kaserne kam, sagte sie, die Bundeswehr hat mit der Wehrmacht nichts gemein. Das mag zwar ihr Wunsch sein, ist aber von der Sache her völliger Unsinn. Denn wir müssen eins wissen, die Bundeswehr wurde von Wehrmachtsoffizieren bzw. von Soldaten gegründet. Sie wurde von Wehrmachtssoldaten aufgebaut. Zum Beispiel drei ganz bekannte Wehrmachtsoffiziere haben die innere Führung ausgearbeitet. Das war Johann Graf von Kielmansegg, Ulrich de Maizière, da gab es noch einen, der auch was konnte, ein de Maizière. Und Wolfgang Bauernsee. Ein Konzept der inneren Führung, das eigentlich zukunftsweisend war für Streitkräfte. Sie gingen dabei vom Leitbild des Staatsbürgers in Uniform aus, der zugleich freier Mensch, guter Staatsbürger und vollwertiger Soldat ist. Natürlich aus den Erfahrungen des Dritten Reiches heraus begründet. Der Staatsbürger in Uniform war konzipiert sowohl als Leitbild für den modernen Soldaten als auch als Ausgangspunkt für die Festlegung der rechtlichen Normen, die für ihn gelten sollten. Und die wurden im Soldatengesetz festgelegt. Ziel war es, das Menschenbild des Grundgesetzes auch für den Soldaten der Bundeswehr zur verbindlichen Vorgabe zu machen. Er sollte Soldat mit allen verfassungsgemäßen Rechten eines Staatsbürgers sein. Seine Rechte sollten nur insoweit eingeschränkt werden, wie dies für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Streitkräfte geboten war. Und deshalb ist es beispielsweise auch in der Bundesrepublik Deutschland möglich, was in vielen anderen Ländern nicht möglich ist, dass sich Soldaten politisch engagieren und in die Politik gehen. Das gibt es beispielsweise in verschiedenen europäischen Ländern nicht. Und damit hat natürlich auch die Bundeswehr, die Streitkräfte, nach dem Zweiten Weltkrieg etwas vollkommen Neues eröffnet, worauf wir eigentlich stolz sein sollten. Wir müssen natürlich auch wissen, dass die ersten Verteidigungsminister alle in der Wehrmacht gedient haben. Ob das ein Strauß war, ob das ein von Hassel war, ob das ein Helmut Schmidt war und ein Johann Leweser, der Leber, Georg Weber, genau, der Oberbefehlshaber war im Zweiten Weltkrieg. Also Leute, die die Bundeswehr aufgebaut haben und natürlich auch im Hinterkopf die Geschichte der Wehrmacht haben. Man muss sich allerdings die Frage stellen, wenn man sich die Frau von der Leyen anschaut, was ist aus der inneren Führung unter ihr geworden? Soldaten werden unter Generalverdacht gestellt. Rechtsstaatliche Prinzipien, wie beispielsweise die Unschuldsvermutung, werden nach Beliebigkeit über den Haufen geworfen. Der vermeintliche Großskandal in Pfullendorf wird medienwirksam inszeniert, obwohl die Ministerin bereits zu diesem Zeitpunkt wusste, dass die meisten Vorwürfe überhaupt nicht gestimmt haben. Offiziere werden abgesetzt und in den Ruhestand versetzt, obwohl die Sachverhalte noch nicht geklärt sind, und sich später als weitgehend haltlos erweisen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was treibt diese Ministerin eigentlich? Was treibt sie eigentlich um? Warum fällt Frau von der Leyen so vieles anscheinend erst jetzt auf? Wir dürfen nicht vergessen, sie ist seit mehr als 3,5 Jahren Verteidigungsministerin. Und ihre Bilanz, das werde ich nachher auch aufzeigen, ist nicht unbedingt sehr rühmlich. Ja. Mir zeigt ihr Verhalten Folgendes. Es geht ihr um Aktionismus, um den Beifall der öffentlichen Meinung, um Ablenkung von den eigentlichen Problemen, nämlich die nicht fliegenden Flugzeuge, die nicht schwimmenden Fregatten, der Nachwuchs, die Personallage, die innere Verfasstheit der Streitkräfte und vieles mehr. Alle ihre vollmundigen Ankündigungen wurden bislang nicht umgesetzt. Und das Muster, wie sie vorgehen, ist stets das gleiche. Die Probleme sind da, wurden aber von anderen verursacht. Sie will sie lösen, aber der Erfolg wird sich erst in Jahren einstellen.
Bis dahin bittet sie um Geduld und guten Willen. Und wenn etwas falsch läuft, dann findet man einen Sündenbock. Ihr Pressestab glaubt, mit dieser Taktik alle Kritik abwehren zu können. Und bis jetzt hat das auch recht gut funktioniert. Und warum hat das gut funktioniert? Weil eben derzeit im Bundestag keine Partei ist, die wirklich Interesse an der Bundeswehr hat oder auch Interesse daran, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, unsere Streitkräfte wieder einsatzbereit zu machen. Der Möchtegern-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat ja bereits öffentlich erklärt, dass es mit ihm nicht mehr Geld für die Bundeswehr geben wird. Doch auch von Frau von der Leyen interessiert sich mit Verlaub ja einen feuchten Kehricht um die Bundeswehr. Eigentlich geht es ihr nur darum, persönlich weiterzukommen. Sie hat versucht, die Bundeswehr als Sprungbrett zu nutzen, mit dramatischen Folgen für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Meine Damen und Herren, und ich weiß, dass viele sagen, wofür brauchen wir eigentlich noch die Bundeswehr? Ist das denn überhaupt notwendig? Da möchte ich nur darauf hinweisen, dass niemand sonst die äußere Sicherheit Deutschlands garantieren kann als eigene Streitkräfte oder dass man in einem Bündnis ist, das die Sicherheit, die äußere Sicherheit garantiert. Ist das, meine Damen und Herren, man mag es nicht mögen, aber dazu gehört beispielsweise auch, dass man nuklear nicht erpressbar ist. Das bedeutet, man muss irgendwo auch die Chance haben, unter einem nuklearen Schirm einer anderen Macht zu stehen. Das ist derzeit, sind es die USA. Sie gewährleisten uns den Schutz vor nuklearer Erpressbarkeit. Die NATO gewährleistet uns im Prinzip die äußere Sicherheit. Natürlich mit all den Folgen, die dazugehören, dass man Souveränität zum Teil abgeben muss, dass es bestimmte Verwerfungen gibt. Aber hier ist immer eine Güterabwägung notwendig. Was ist eigentlich wichtiger? Ist es wichtiger, bestimmte Rechte abzugeben, bestimmte Pflichten einzugehen, dafür aber in Frieden und Freiheit leben zu können? Und meine Damen und Herren, vielleicht gerade diejenigen, die in der DDR groß geworden sind und die DDR noch erlebt haben, die wissen, was Frieden und Freiheit bedeutet. Die Freiheit, reisen zu können, die Freiheit, noch ist es so, sagen zu können, was man will, ohne dass man staatliche Repressalien erfahren muss. Aber auch da gibt es ja mittlerweile schon einige Einschränkungen. Ja, lassen Sie mich zu der Bundeswehr kommen, um einfach das Thema aufzugreifen. Die Frau von der Leyen trat mit dem Versprechen an, alles besser zu machen, alles auf Vordermann zu bringen und ist so angetreten und wir haben es zunächst mal geglaubt, dass sie das schaffen würde. Tatsache ist aber, und wenn Sie 3,5 Jahre Revue passieren lassen, seit dem Dienstantritt Frau von der Leyen hat sich die Gesamtlage nicht verbessert, sondern die Einsatzlage der Bundeswehr hat sich dramatisch verschlechtert. Auch wenn das oftmals so nach außen nicht kommt. Ich nenne nur einige Beispiele, das Gewehr W36, die Hubschrauber Tiger, NH90, das Transportflugzeug A400M, das immer noch nicht richtig fliegt, beziehungsweise eins ist ja in Spanien abgestürzt, der Schützenpanzer Puma oder das Mehrzweckkampfschiff 180 und vieles, vieles mehr. Das sind alles Rüstungsprojekte, die schlecht bzw. nicht vorangetrieben worden sind, den Steuerzahler Unsummen von Geld kosten, die dabei nichts dabei herauskommt. Und die Führung schaut zu, auch von der Frau von der Leyen schaut zu und versucht, über die Runden zu kommen. Interessant auch, die Bundeswehr, um das mal deutlich zu machen, führt keine Ersatzteilhaltung mehr durch, weil es einfach zu teuer ist, die Kosten sind zu hoch. Was hat das zur Folge? Das Gerät über Monate hinweg nicht einsatzbereit ist, weil eben keine Ersatzteile da sind. Die Soldaten anderweitig beschäftigt werden müssen und nicht ihren Auftrag erfüllen können. Das geht sogar so weit, wenn Sie die Zeitung gelesen haben vor kurzem, dass Soldaten, die in den Einsatz fahren, von Kameraden im Einsatzland gebeten werden, Ersatzteile von Mercedes-Fahrzeugen privat zu beschaffen, mitzubringen, damit man sein Fahrzeug im Einsatz wieder einsatzbereit bringt. So geschehen in Mali vor kurzem. Ja, die persönliche Ausrüstung der Soldaten gibt großen Anlass zur Sorge, weil das Leben der Soldaten, die wir in den Einsatz schicken, gefährdet ist. Es fehlt an Schutzausrüstung für die Einsätze, aber auch an Ausrüstungsgegenständen für den Ausbildungsbetrieb und den Grundbetrieb im Heer. Und meine Damen und Herren, im Januar dieses Jahres
äußerte sich der Wehrbeauftragte, von dem man sagt, das ist der Anwalt der Soldaten, der schaut, dass alles vernünftig ist in der Bundeswehr. Der Wehrbeauftragte sagte im Januar, es ist von allem zu wenig da. Schweres Großgerät wie Panzer, Hubschrauber und Schiffe, aber auch Munition und persönliche Ausrüstung für die Soldaten, von Uniformen über Nachtsichtgeräte bis hin zur Schutzkleidung fehlen. Der Mangel gefährdet mittlerweile sogar Ausbildung, Übung und Handlungssicherheit der Soldaten im Einsatz und im schlimmsten Fall Leib und Leben. Das schreibt der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages und nichts passiert in dieser Bundeswehr. Und eine Frau von der Leyen macht weiter wie bisher, meine Damen und Herren. Und da will ich auch sagen, Sie sehen daran, wie wichtig es ist, dass wir endlich wieder eine echte Opposition in den Bundestag bekommen. Eine Opposition, die den Finger in die Wunde legt und die das anprangert, was alles falsch läuft. Nicht nur in der Bundeswehr, sondern in Deutschland. Und ich habe das Thema kurz angerissen. In der gesamten Diskussion stellt allerdings keiner die entscheidende Frage, oder die entscheidenden Fragen, was soll die Bundeswehr eigentlich leisten können? Und wie versetzen wir sie in die Lage, dies zu schaffen? Meine Damen und Herren, im Ernstfall, der hoffentlich nie eintreten wird, muss zum Beispiel der Kommandeur eines Panzergrenadierbataillons seine Soldaten in ein Gefecht befehlen. Ich war übrigens Kommandeur eines Panzergrenadierbataillons, ich war im Einsatz, ich weiß, was das bedeutet. Aus dem vielleicht 20 oder mehr Prozent nicht mehr zurückkommen. Was bringt den Soldaten trotzdem dazu, sein Leben einzusetzen? Gender Mainstreaming? Eine bunte Truppe? Diversity Management? Inklusion? Das klingt in Friedenszeiten alles toll, geht im Ernstfall aber schief. Und um diese Möglichkeit heute, und dass diese Möglichkeit, Soldaten wieder in den Einsatz schicken zu müssen, heute mehr besteht als noch vor 5 Jahren, da sehen Sie schon alleine daran, wie die Situation sich im Baltikum entwickelt hat. Oder warum hat die NATO beispielsweise Soldaten ins Baltikum geschickt? Warum setzen die Schweden mittlerweile ihre Wehrpflicht wieder aus oder ein? Ab Januar werden die Schweden wieder Wehrpflicht haben, weil sie sagen, die Lage im Baltikum und unser Nachwuchsproblem führt dazu, dass wir wieder die Wehrpflicht einsetzen müssen. Ja, weil wir uns sonst nicht sicher fühlen. Gegenwärtig findet eine Bindung in der Bundeswehr von Kräften und Ressourcen vorbei am eigentlichen Auftrag statt. Die Bundeswehr dient inzwischen schwerpunktmäßig nicht mehr ihrem eigentlichen Auftrag, der Landes- und der Bündnisverteidigung. Der Auftrag der Bundeswehr ist klar definiert. Im Grundgesetz, Artikel 87a, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Punkt. Ja, die Bundeswehr dient mittlerweile offensichtlich vorrangig der Profilierung einer Ministerin. Sozialprojekte, Gender Mainstreaming, Diversity Management, Inklusion, Flüchtlingshilfe, Kindertagesstätten, Flachbildschirme, Ganzkörperspiegel, Umstandslohn für Soldatinnen und vieles mehr sind Aufgaben, welche viele Kräfte und Ressourcen binden, ohne dass sie einen Mehrwert für die Auftragserfüllung der Streitkräfte brechen. Es ist vielmehr so, dass diese Projekte und Umstrukturierung schaden, dadurch sie eine mangelhaft eingeführte und umgesetzte Arbeitszeitverordnung die Arbeitskraft der Soldaten darum drastisch limitiert. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Bundeswehr eine Arbeitszeitregelung hat. Soldaten haben eine Arbeitszeitregelung, was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Das heißt, sie dürfen noch 41 Stunden in der Woche arbeiten, maximal 48 Stunden. Die Überstunden werden aber nicht möglicherweise durch Geld kompensiert, wenn man das nötig hat, sondern sie müssen durch Freizeit ausgeglichen werden, weil nicht genug Geld da ist. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wenn ein Schiff 4 Monate im Einsatz war. Also ein Schiff ist mit seiner Besatzung 4 Monate im Einsatz, die Besatzung kommt zurück und ist dann erstmal 4 Monate im Urlaub. Das bedeutet, eine komplette Schiffsbesatzung ist nicht mehr verfügbar. Und da fragt man sich doch als, ich sag mal, als Bürger mit gesundem Menschenverstand, wer hat diese Idiotie begangen und wo soll das eigentlich hinführen? Streitkräfte sind doch da, um, ja, ich sag mal, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche einsatzbereit zu sein.
um eben das zu tun, wofür sie da sind, die äußere Sicherheit zu gewährleisten. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Frage stellen, wofür brauchen wir die Streitkräfte? Keiner von Ihnen käme beispielsweise auf die Idee zu fragen, warum brauchen wir eine Feuerwehr? Auch wenn es schon 30 Jahre nicht mehr gebrannt hat. Genauso ist es mit Streitkräften. Man kann sie zwar, oder ich sage mal, vielleicht braucht man sie im Moment nicht, aber es kann sein, dass man sie irgendwann mal braucht. Das ist Zukunftsvorsorge. Und es bedeutet auch, Streitkräfte können Sie nicht von jetzt auf gleich wieder aufbauen. Ja? Wenn Sie erstmal Kapazitäten abgebaut haben, immer weiter abbauen, dann dauert es auch Jahre, bis die wieder aufgebaut sind. Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Wir müssen ganz besonders darauf achten, dass Deutschland zukunftsfähig bleibt, dass die Streitkräfte zukunftsfähig bleiben und dass vor allen Dingen dieses Land auch Zukunftsvorsorge betreibt. Meine Damen und Herren, ich komme zu dem Schluss, die Bundeswehr ist derzeit nur noch eingeschränkt einsatzbereit und kann ihren grundgesetzlichen Auftrag nur noch sehr eingeschränkt erfüllen. Das ist angesichts der gegenwärtigen Bedrohung Europas und der geopolitischen Neuausrichtung der USA, die schauen nämlich zunehmend in den pazifischen Raum, gefährlich und daher inakzeptabel. Und meine Damen und Herren, nicht umsonst kommen jetzt die Diskussionen auf, beispielsweise in Europa, wir müssen den europäischen Pfeiler stärker machen, wir müssen die Europäische Union fähig machen, dass sie auch Europa verteidigen kann, weil man natürlich sieht, dass die Amerikaner mittlerweile auch andere Interessen haben und eben nicht mehr so fokussiert sind auf Europa, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also die Europäer werden in den nächsten Jahren, das ist meine Prophezeiung, zur Kasse gebeten werden. Und es wird dramatisch und drastisch sein und wir werden uns umstellen müssen. Und die Lage der inneren Führung, die Moral der Streitkräfte, das will ich auch deutlich sagen, ist derzeit desolat. Gerade die jüngsten öffentlich bekannt gewordenen Beispiele haben gezeigt, dass die Armee zum Spielball einer einzelnen Person geworden ist. Und diese Person ist eigentlich nur noch an dem eigenen Fortkommen interessiert. Es ist wenig verwunderlich, dass das Führungspersonal auf allen Ebenen an der obersten politischen oder es der obersten politischen Leitung gleichtut und sich entgegen den Prinzipien der inneren Führung nicht mehr schützen vor ihre Soldaten stellt, sondern vielmehr darauf bedacht ist, diese gegebenenfalls zu opfern. Die Übernahme von Verantwortung wird inzwischen als persönliches Risiko bewertet und weitestgehend vermieden. Die Prinzipien wie Mut, Zivilcourage, Ehre, Stolz und Treue, ohne die eine Armee nicht existieren kann, sind in der Bundeswehr unter Frau von der Leyen vollends verkommen zu Feigheit, Duckmäuser und Denunziantentum, Scham und Unsicherheit. War früher die Bundeswehr noch dafür bekannt, dass die Bevölkerung ihr wenigstens mit einem Freund, dem Desinteresse begegnete, hat es die Bundesministerin innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass die Bevölkerung ihren Streitkräften mit Misstrauen und Befremden gegenübersteht. Meine Damen und Herren, dieser Zustand muss beendet werden. Die Bundeswehr muss wieder in vollem Umfang in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben wirkungsvoll und nachhaltig zu erfüllen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass NATO, EU und die internationale Staatengemeinschaft Deutschland als gleichberechtigten Partner wahrnehmen. Die AfD fordert deshalb die Rückkehr der Streitkräfte zur Einsatzbereitschaft. Die Aufgaben der Bundeswehr ergeben sich aus dem Grundgesetz und der aktuellen Bedrohungslage. Die deutschen Streitkräfte sind so zu reformieren, dass ihre Einsatzbereitschaft auch bei Einsätzen mit höchster Intensität gewährleistet ist. Dazu sind umfangreiche strukturelle, personelle und materielle Veränderungen unabdingbar. Die AfD fordert deshalb unter anderem auch die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Wie das ab 2018 in Schweden aufgrund der neuen Bedrohungslage im Baltikum und der ungenügenden Personalsituation der schwedischen Streitkräfte geschehen wird. Meine Damen und Herren, für Deutschland geht es aber auch darum, eine ausreichende Zukunftsvorsorge zu gewährleisten und Deutschland langfristig verteidigungsfähig zu halten. Denn wir haben derzeit die Situation aufgrund
der Berufsarmee, dass zunehmend das Reservistenpotenzial geringer wird und dass wir zunehmend keine wehrfähige Bevölkerung mehr haben. Und in 20, 30 Jahren würde es so ausschauen, dass im Prinzip kein junger Mann mehr an der Waffe ausgebildet worden ist, kein junger Mann mehr im Prinzip sein Land verteidigen könnte, auch die Älteren nicht mehr. Das erfordert aber auch, dass Sicherheit und Freiheit Deutschlands und seine Verbündeten im Finanzhaushalt mehr als heute berücksichtigt werden. Umfang und Ausrüstung der Streitkräfte müssen sich nach den Aufgaben und den außen- und sicherheitspolitischen Erfordernissen richten. Im Endergebnis benötigt Deutschland Streitkräfte, deren Führung, Stärke und Ausrüstung an den Herausforderungen künftiger Konflikte orientiert sind und höchsten internationalen Standards entsprechen. Streitkräfte, die gründlich an den modernen Einsatzerfordernissen orientiert und ausgebildet werden. Und meine Damen und Herren, im Mittelpunkt jeglichen staatlichen Handelns muss unser nationales, unser deutsches Interesse stehen und das Wohl des deutschen Volkes. Und meine Damen und Herren, um das sehr deutlich zu machen, unsere Streitkräfte haben kaum noch Fürsprecher in dieser Gesellschaft, beziehungsweise bei den politischen Parteien. Weder die Linke noch die Grüne, die die Bundeswehr am besten abschaffen wollen, noch die SPD, die eigentlich immer gefremdet hat mit der Bundeswehr, und die CDU, die mittlerweile auch in die Fahrwasser der SPD gerät, sind keine Fürsprecher für die Bundeswehr und werden ansonsten so weitermachen wie bisher. Ich habe schon einmal deutlich gesagt, wir müssen zuschauen, dass die AfD am 24.09. als drittstärkste Partei in den Bundestag einzieht, um das zu ändern, um die Missstände aufzuzeigen und Deutschland wieder zukunftsfähig zu machen. Unser Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen, das ist unsere Aufgabe, meine Damen und Herren. Und das ist unsere Aufgabe. Tolle Rede. Ja, der Charakter eines Volkes zeigt sich daran, wie es mit seinen Streitkräften umgeht. Ich bin ja beurlaubter Offizier. Ich hoffe, der Urlaub dauert noch ein paar Tage. Und bis dahin haben sich die Dinge alle erledigt. Ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichen Dank nochmal ausrichten an Frau von Storch und den Bezirksverband Mitte, ohne denen diese tolle Veranstaltung heute nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte der Firma Gunja herzlichen Dank sagen, die für das Catering heute verantwortlich zeichnet. Und ich möchte nochmal ausdrücklich allen Mitgliedern und allen Akteuren der AfD herzlichen Dank sagen, die hier direkt und indirekt mitgewirkt haben. Und auch ein Dankeschön an die Familienangehörigen, an die Kinder, Frauen und Männer, die heute nicht anwesend sein können und auf ihre Partner und auf ihre Familie verzichten mussten. Das ist auch ein Stück, sage ich mal, die Dinge einfach mal zu nehmen und eine Partei voranzubringen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel, viel Spaß bei der Veranstaltung, tolle Gespräche. Ab 17 Uhr beginnt die Führung in der Festung hier, der Zitadelle. Teilnahme natürlich freiwillig. Der Treffpunkt ist, wird hier vorne im Gebäude gezeigt, ca. 70 Meter nach unten, dann rechts, dann befinden sich die Toiletten, also letztlich und endlich im freien Gelände. Dort treffen Sie auch unseren Ortsbundesisten, den Herrn Erik Semmler, und er wird Sie auch eine sehr interessante Führung mitnehmen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, wer einmal die Führung mitgemacht hat, der kommt hier wieder. Stichpunkt Wiederkommen. Wir beabsichtigen hier in der Zitadelle nun regelmäßig Veranstaltungen für die Alternative für Deutschland durchzuführen und zu planen. Wenn Sie also Ideen haben, treten Sie früh genug an uns heran, dann machen wir das für Sie möglich. Meine Vision, meine Idee ist, eine Veranstaltung unter freiem Himmel hier durchzuführen. Auch das ist möglich. Da werden noch viele, viele helfende Hände benötigt. Aber jetzt genug meiner Worte. Ich sage herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung. Sie waren die Hauptakteure hier und herzlichen Dank für unsere spitzen Kandidaten für den deutschen